So. Das heißt, nur die zwei Ersten kommen weiter. Sollte also Skelly, so wie projected, nur gegen Splashmage verlieren oder auch gegen gewinnen, dann wird es schwer für Jail in Position noch weiterzukommen. Uhr ist es bald. Erste Stunde ist um. Oh! Ja, okay. Ja, okay, also es bleibt auf jeden Fall knapp. Jail Musician braucht jetzt halt nur noch diesen einen Kill, den einen Hit. Und ich glaube, ja, den hat Splash mit jetzt geholt mit der Side-B. Ich glaube, diese Down-Angled Gun into Back Air ist, glaube ich, auch möglich. Und wenn man sowas eben weit offstage erwischt, dann killt das auch ohne Ascend ziemlich früh. Inzwischen wieder even an Stocks. Ascend beim nächsten Hit. Ah, da ist er. Okay, aber gleich offstage ist natürlich jetzt nicht so produktiv für ihn. Ah. Sehr patient von Splash Mage. Er macht wirklich kaum extra Bewegung. Allerdings, wenn sich Jail Musician versucht langsam anzunähern, dann kommt er ganz oft schnell die Dash Attack. Oh wow! Gut profitiert hier gerade. Denn hier aus? Inzwischen eine Lead für Splash Mage. Der schafft es auch ganz gut, hier so eine Wall zu bilden. Oh, ein Dash Attack. Oh, killt noch nicht. Okay. So, das ist Game Nummer 1. Da wird natürlich noch viel rumprobiert. Ah, genau, das meinte ich, genau. Ich glaube, das könnte ziemlich wichtig sein gegen Ridley. Jetzt natürlich schwierig, noch zurückzukommen, aber es ist möglich. Nur irgendwie muss man natürlich an Ascend kommen, also vielleicht mit der Downy zum Beispiel. Aber Ascend wäre jetzt schon natürlich ziemlich crisp. Gerade jetzt, so wo wir in so in den 60er-Bereich kommen. Oh, okay, er holt hier gerade gut auf. Ah, 139. Oh! Da fehlt nicht mehr viel für Ascend. Oh, die Abi! Okay. Hat die Beefy gemacht. Nicht direkt rangegangen. Gut, also Splash Mage schafft es hier mit Ridley sein erstes Turnier-Game zu ziehen. In diesem Set. Währenddessen kann ich ja schon mal in das Bracket gucken. Wie sieht's denn da aus? Denke mal, wir bleiben bei den Charakteren. Ja, nur noch ein anderer Joker. Okay, in dem einen Pool ist ziemlich alles gespielt. Das heißt, es macht gar nichts, dass die jetzt gerade warten, bis sie dran kommen. Ich trage hier einmal schnell die Begegnung ein.
Gut. So, also, wie wir sehen können, es ist. War es bis eben gerade ziemlich even. Aber die Abi nicht nur zum Recovern benutzt, die kann auch gut reinhauen. Jerry Musician bleibt aber relativ defensiv. Ja, dann doch ein bisschen zu abrupt attacked oder ein bisschen zu plump, schätze ich. Ja, das ist keine schlechte Idee, die Down wieder einzusetzen. Ah, weit off stage, aber relativ sicher recovered. 130%. Ja. Aber das halte ich für gar keine schlechte Idee, ein bisschen mehr den Konter zu benutzen gegen Ridley an der Edge. Das könnte sich als großes Problem tatsächlich für den darstellen. Oh oh. Ja, guter Tag. Dafür verabschiedet sich Ridley. Ich meine, Arsene. Ah, kann er da recovern? Nein. Okay. So, jetzt gerade Splash Mage in einer guten Position hier. Einfach ein Freeze Dog! Oh, stark. Ja, hat hier tatsächlich auch noch aggressiver als ich dachte angegriffen. Also da am Ende ist er aufs Ganze gegangen und das war die richtige Entscheidung, wie wir sehen können. Sehr schön gemacht. Das war auf jeden Fall stark. Guter Ridley, guter Ridley. Also wir könnten auf jeden Fall akkusativ gegen Skyvania oder Beißel sehen. So, gehen wir mal in Game Nummer 3 und wir sehen hier Pummelhof gegen Ridley. Okay, da wird schwer reinzukommen, ne? Aber wenn Pummelhof drin ist, kann das natürlich nochmal ganz anders aussehen. Also ich bin mal gespannt, wie das hier jetzt aussieht. Okay, komm, Starter mit der Down Air, aber nicht wirklich was draus bekommen. Okay. Ja, die Nair wird auf jeden Fall ein Problem sein. Ne? Jedes Mal, wenn du in der Luft bist, ist das, denke ich mal, ein Problem für Jigglypuff, da irgendwas zu machen. Oh, okay. Der Air-Dodge war tatsächlich ein bisschen. Naja, da hätte tatsächlich einfach ein Rest kommen können. Pummelluft einfach. Kann man tatsächlich gegen manche Charaktere ganz gut counterfitten, glaube ich. Das ist ja dann so ein Extremfall, was Aerial Movement angeht. Was nicht heißen soll, dass man ja einfach so straight up attacken sollte von quer über die Stage. Oh, einfach weil es auch der leichteste Charakter ist. Oh, bin überrascht, dass es noch nicht gekillt hat gerade. Okay, der Roll. Ah, okay, Dash Attack. Killed. Der Musician nicht weit entfernt von dem Kill, aber da einmal reinzukommen ist anscheinend gar nicht so leicht. Auf jeden Fall kreative Rolls. Inzwischen nur noch ein Stock, aber schafft es hier tatsächlich den ersten Stock von Splash Mage noch aufzubekommen. Also eben war ein Free Stock, von daher läuft das jetzt schon hier ein bisschen besser, aber auch nicht viel besser. Oh! Ja, die Empty Spaces. Also Ridley ist halt auch ein schneller Charakter, ne? Also wenn der einmal ein bisschen backdasht und du in den Zwischenraum springst mit einer Attacke, dann, ja, die Punishes sind halt brutal mit dem F-Smash. Von daher 3-0.